yeah, Elektrostadt. Tag hier, Mäuse. Ich habe heute ein ganz winzig kleines Thema für euch, und zwar eines, das so in die Kategorie Lebenshilfe mit dem dicken Zappes greift. Es geht mal wieder um Draht. Solchen hier, also so auf Spulen. Solche Drähte auf Spulen haben ein winzig kleines Problem, das ich euch jetzt nicht zeige, weil ich nämlich sehr viel Zeit damit verbracht habe, es hier erst mal wieder zu lösen. Und zwar folgendes. Ihr kennt das, ja, bei so einem Drahtspulen-Dings hier, ja, da hat man ganz gerne mal hier so dieses, ne, Kabel drin, wo man dann das rauszieht, und dann rollt man den Draht ab und dann tut man es wieder in die Kabel und dann schneidet man es ab und hat sein Stück Draht. Wenn man aber, ja, dummerweise beim Rausziehen, ja, das Ding aus den Fingern glitschen lässt, dann macht es, ja, und der Draht entwickelt sich hier so mehr oder weniger. Kommt ein bisschen auf das Material und die Drahtstärke an, wie schlimm das ist. Also ich sage jetzt mal so, bei einem dünnen Kupferlackdraht oder auch bei dem Zeug hier ist es nicht so wild. Ja, es geht noch. Aber probiert das mal mit Edelstein. Spreuing! Ganzer Raum voll mit Draht. So ungefähr. Und das wollte ich verhindern. Und da hatte ich gestern eine Idee, wie es geht. Und ich zeige euch jetzt, wie ich das mache. Geht ganz schnell. Die Lösung des Problems ist eine der großartigsten Erfindungen der Menschheit, der Kabelbinder. Und was ich jetzt mit dem mache, ist folgendes. Ich schnapp mir den hier in der Nähe von dem Kopf, ne? Und dann nehme ich in dem Fall, ich habe jetzt hier gerade mal wieder so ein Dings, ich weiß gar nicht, Durchtreiber oder Austreiber heißen die so. Und den nehme ich mir und setze ich hier in der Nähe des Kopfs an dem Teil an und hau mal drauf. Zack. Ja, das habe ich hier schon so gewissermaßen, da kann man das hier sehen, so, ich habe das so mehr oder weniger gelocht. Ist noch nicht ganz durch, deswegen brauche ich hier noch ein bisschen Geduld. Nochmal von der anderen Seite bei. Ja. Dann nehme ich eine kleine Nadel und bohre das so richtig durch hier. Ja. Einfach mal schön durchbohren. Ist leider zack mit Arbeit verbunden, aber... Ich nehme an, echte Profis würden für sowas vielleicht die Nadel erhitzen, aber mir war gerade nicht danach. Jetzt habe ich hier ein kleines Loch drin. Das hat allerdings, sieht man das hier, wahrscheinlich sieht man es nicht, egal, leicht ausgefranste Ecken noch. Und diese leicht ausgefransten Ecken, da nehme ich hier so ein Skalpell-Dingsbums und rühre da einfach einmal kräftig drin rum. Na? Dann fallen die Plastikspäne. Nach dem Fallen der Späne und einer leichten Versäuberung der Kanten, na, kommst du, kleines Plastikluderchen, so, habe ich jetzt ein wunderbares Loch hier drin, das man überhaupt nicht sehen kann auf dieser Kameraaufnahme. Na, seht ihr es, seht ihr es, seht ihr es? Ja, ihr seht es. Ja. Und jetzt habe ich einen gelochten Kabelbinder. Jetzt schnappe ich mir meinen widerspenstigen Draht, wobei der hier gar nicht so widerspenstig ist. Also er ist auch widerspenstig, aber nicht so schlimm. Und den ziehe ich hier einfach durch dieses Loch durch, sofern ich das Loch ausnahmsweise mal treffe. So. Zapp. Und nachdem ich den hier durch das Loch durchgezuppelt habe, ziehe ich den Kabelbinder an. Zapp. Und jetzt kann ich, wenn ich hier Draht brauche, einfach so ein bisschen an dem Kabelbinder zügeln und habe das Teil hier. Und das ist richtig schön fest. Und ich kann vor allem den Draht auch wieder aufwickeln. Ich muss einfach nur in die Richtung hier schieben. Und ganz am Ende wickle ich ihn einmal drum und dann hat sich das Problem. Dann spreunt da nichts mehr. Das kann ich so in die Werkzeugkiste schmeißen, da werde ich nie wieder ein Problem damit haben. Kurz und knackig. Draht gebändigt. Und bei der kleinen Rolle da gerade eben, ne, da war das jetzt, also die habe ich jetzt zu Demonstrationszwecken benutzt, aber ich sage euch, sehr hilfreich, wenn man so eine etwas größere Edelstahlrolle am Start hat. Für die ist das prima. Und ja, es sind ja immer die besten Ideen, wo man sich hinterher sagt, primitiv ist ja völlig trivial, hätte jeder drauf kommen können. Nee, hätte nicht jeder drauf kommen können, aber ich. Also, ich hoffe, ich habe euch damit irgendwie geholfen, und wenn nicht,
kann ich ja nichts machen. Und deswegen bis zum nächsten Video. Tschüssing. Mhm.